kurz umgedreht und plötzlich fällt das Baby vom Wickeltisch. Oder einmal nicht aufgepasst und plötzlich hat das Kind die heiße Suppe über dem ganzen Körper. Dann folgen meist Riesengeschrei, Schock und Verletzungen. Dabei können viele Kinderunfälle, vor allem die zu Hause, vermieden werden. Welche Präventionsmaßnahmen es für das eigene Heim gibt und wie Kinder vor allem für den Straßenverkehr am besten vorbereitet werden können, darüber sprechen wir heute im Gesundheitsmagazin. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, Dr. Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, statistisch betrachtet, was sind denn so die häufigsten Kinderunfälle? Ja, wenn man auf die schlimmsten und dramatischen Ereignisse blickt und die als Parameter heranzieht und sagt, versuchen wir hier eine Reihung vorzunehmen, also die tödlichen Unfälle, dann ist es ganz klar der Straßenverkehr, ja, der hier negativ betrachtet die Nase vorn hat. Dort mehr als die Hälfte aller Kinder stirbt im Straßenverkehr. Danach folgen andere Unfallarten, teilweise saisonal gehäuft, wie Ertrinken, Erstickungsunfälle, Sturzunfälle. Da haben wir Häufungen nach Jahreszeiten, ja. Es beginnt im Frühjahr leider immer mit vermehrten Fensterstürzen. Im Sommer haben wir dann leider die Ertrinkungsunfälle. Im Herbst sind es dann wieder vermehrt die Verkehrsunfälle wegen der Sichtbarkeit. Und da beginnt die Schule wieder, es ist aber trotzdem dunkel. Und im Winter sehr oft Verbrühungsunfälle im Haushalt, der heiße Tee, der gekocht wird oder Ähnliches. Wie oft verletzt sich denn generell ein Kind zu Hause? Wenn wir mal auf einen großen Zeitraum blicken, ja, 5 Jahre betrachtet, ja, passiert 500.000 Unfälle, wo Kinder auch im Spital behandelt werden müssen. Es gibt natürlich viel, viel mehr kleine Blessuren, da können wir froh sein, dass die gibt und nicht mehr passiert ist. Aber dann doch 500.000, also so ungefähr 125.000 Unfälle pro Jahr oder anders gesagt, alle 4 Minuten verletzt sich ein Kind in Österreich. Gehen wir es mal Step by Step der Reihe nach durch. Jetzt im Sommer kommt es ja vermehrt zu Badeunfällen, vor allem bei kleinen Kindern, also draußen im Garten, wenn man jetzt einen Pool hat oder einen Schwimmteich. Wie sieht es denn da aus, wenn da ein Kind generell ins Wasser fällt? Kann man das irgendwie hören? Wie ist das so, wenn ein Kind ertrinkt? Ja, kleine Kinder und die Badeteiche, Badegelegenheiten zu Hause sind ein relativ großes Problem. Während Erwachsene ihre Badeunfälle hauptsächlich im Wildbadebereich haben, ja, außerhalb von Schwimmbädern, sind es kleine Kinder fast immer zu Hause. Das heißt, einerseits haben wir hier ja die Aufsicht, das heißt, wir können eingreifen, andererseits passiert aber trotzdem so viel. Was ist da der Grund? Das ist, weil das oft so heimtückisch passiert. Man rechnet nicht mit der Situation und es passiert sehr leise. Da gibt es mehrere Faktoren, die das begünstigen. Zum einen können sehr kleine Kinder bereits in sehr flachem, wenig tiefem Wasser sterben. Da reichen Zierteiche aus. Ja? Weil Kinder, die unter Wasser kommen, sehr kleine Kinder, die wehren sich nicht. Die fallen in eine Art Schockstarre, die hört man nicht. Da hört man kein Spritzen, kein Planschen, kein Schreien, gar nichts. Und dann geht das relativ rasch. Das heißt also, ein kleines, wenn man so möchte, draußen im Garten, alles, wo nur ein bisschen Wasser ist, ja, wird für das Kind schon gefährlich. Ja, sei es ein Goldfischteich oder ein kleines Biotop, ja, das eigentlich zu Zier- und nicht zu Badezwecken angelegt ist. Für Kinder natürlich ein Magnet, da schwimmen die Fische drinnen, da sieht man vielleicht Insekten drinnen. Das weckt natürlich die Neugier der Kinder. Und da reichen kurze Momente, die Eltern passen eh auf. Aber Eltern sind auch keine Roboter. Denen kann schon einmal eine Unaufmerksamkeit passieren. Ein Anruf, der sie ablenkt. Das Amazon-Paket, das man von der Türe abholt, dann muss man noch unterschreiben, nimmt vielleicht das Packerl vom Nachbarn auch. Dann sind 1,5 Minuten vergangen, man hört nichts, man geht langsam zurück und dann ist es vielleicht passiert. Ja. Das sind wirklich schwierige Situationen. Hier können wir nur appellieren, wenn Kinder in der Nähe von Wasser sind, unbedingt dranbleiben. Unbedingt dabei bleiben. Wenn wir jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehen, also ein Elternteil kommt drauf, dass das Kind jetzt im Wasser liegt und sich nicht mehr bewegt, wie reagiert man da am besten? Ja, das Kind sofort aus dem Wasser nehmen, mit erster Hilfe starten, schauen, dass das Kind das Wasser aus dem Mund rausbekommt, eine Wiederbelebung starten, Reanimation starten. Und in diesem Zusammenhang empfehlen wir wirklich allen jungen Eltern,
machen Sie die Erste-Hilfe-Kurse. Ich habe das selber gemacht, wie meine Kinder klein waren. Es ist total interessant, wenn Sie das machen. Das klingt jetzt so nach Schule oder irgendwas. Wenn man selber Kinder hat, macht man das mit ganz großer Leidenschaft. Und man erlebt dann dort Situationen im Trainingsmodus, wo man sich denkt, boah, das könnte mir auch passieren, Gott sei Dank, das hätte ich nicht gewusst, wie ich da reagieren kann. Ja, dass es zum Beispiel bei Erstickungsunfällen einen bestimmten Griff gibt, wo Sie sehr schnell dafür sorgen können, dass das Kind den Teil wieder ausspuckt. Ja? Wenn man sowas weiß, dann ist man richtig beruhigt danach. Ja? Und besuchen Sie solche Kurse, werden wirklich intensiv angeboten und helfen in ganz vielen Situationen. Weil was wir nicht schaffen werden, es wird uns nie gelingen, Situationen, in die wir unabsichtlich geraten, komplett zu vermeiden. Wir machen Fehler, wir übersehen etwas, es ist nicht alles vorhersehbar. Dann kann natürlich diese Erste-Hilfe-Kenntnis unheimlich helfen. Mhm. Wie Sie schon vorhin gesagt haben, Eltern sind natürlich auch keine Roboter, sind ja auch nur Menschen und natürlich passen sie auf das Kind auf. Aber wie kann man präventiv arbeiten im Garten, dass solche Dinge nicht passieren? Ja, gerade die Ertrinkungsunfälle, da kann man eigentlich relativ gut was machen. Ja. Es gibt Unfallarten bei den Erstickungsunfällen. Wenn ein Kind etwas schluckt, ja, das kann ja auch beim Essen sein, ein Teil, der irgendwie umgeht, das ist sehr schwer zu verhindern. Ja. Da gibt es natürlich auch Tipps, aber sehr schwer zu verhindern. Aber gerade Ertrinkungsunfälle, also in meinem eigenen Bereich, bestimme ja ich, was dort passiert, sichern Sie Ihre Badegelegenheit, den Teich, das Biotop, was auch immer, das Schwimmbecken, sichern Sie es ab. Machen Sie einen Zaun, trennen Sie es ab. Oder wenn Sie, wenn da eher eine Wand ist, hinter dem das Becken ist, und es gibt eine Schwimmleiter, da gibt es ganz tolle Sachen. Es gibt Schwimmleitern, die brauchen Sie nicht wegklappen, weggeben. Da drehen Sie einfach und die Stufen klappen sich um 90 Grad und werden zu einer Wand. Das heißt, wenn Sie weggehen, klappen Sie das um, das Kind kann nicht mehr rauf. Dann sollten Sie natürlich auch keine Sesseln daneben stehen, wo man draufklettern könnte. Aber es gibt ganz tolle Sachen. Oder es gibt Abdeckfolien für den Teich oder das Schwimmbecken. Die schlagen Alarm, wenn eine Berührung ist. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, wenn ein Igel, eine Katze oder was reinfällt. Das passiert ja auch immer. Das wollen wir ja auch nicht. Würden wir das auch hören. Ja? Also da gibt es viele Dinge, damit das Kind... Es gibt hier wirklich gerade bei den Schwimmgelegenheiten etwas, was man selber machen kann, wo es nur an mir liegt, wo ich nicht jemanden anderen fragen muss, sondern wo ich nur initiativ werden müsste. Was ja auch im Garten sehr bequem ist, ist dieser Mähroboter, also der durch den ganzen Garten fährt und schön alles abmäht. Kann aber auch gerade für Kinder sehr gefährlich sein. Wie kann man denn so einen Unfall verhindern? Ja, man muss sich das vorstellen, das ist ja wie in einem Horrorfilm. Da kommt ein Gerät mit messerscharfen Klingen und vielleicht klettert irgendwo ein Kind herum. Da ganz klare Ansage hier, diese Mähroboter einsetzen, wenn niemand im Garten ist. Idealerweise, wenn sie selbst weggehen mit den Kindern. Dann kann dort nichts passieren. Dann können Sie auch nicht übersehen, dass vielleicht wer reinkrabbelt oder reingeht. Also das wirklich ganz klar trennen. Denn ganz offen gesagt, so dringend ist die Mäharbeit nicht, dass sie justament zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden muss. Die kann man auch um eine gewisse Zeit verschieben. Mhm. Kommen wir nun zu einem nächsten Thema, nämlich zu den Sturzverletzungen. Die sind ja gerade bei kleinen Kindern sehr häufig. Das Kind fällt, wenn man einmal nicht hinschaut, einfach mal vom Möbelstück runter oder auch mal vom Wickeltisch, wenn man sich einmal kurz wegbewegt hat vielleicht. Jeder, der ein Kind hat, weiß, wie schnell das passieren kann. Das sitzt dann, wenn das Kind weint, sowohl bei Kind als auch beim Elternteil der Schock sehr tief, dann gibt es eine Platzwunde oder vielleicht auch Brüche. Dann fragt man sich, wie konnte das überhaupt so schnell passieren? Und viele Eltern fahren dann mit dem Kind gleich ins Krankenhaus oder zum Arzt. Ist das überhaupt dann gleich der richtige Ansatz? Woher weiß man denn überhaupt, ist es jetzt notwendig, dass man da zum Beispiel gleich ins Krankenhaus fährt? Ja, also da ist ganz offen zu sagen, das ist immer eine sehr schwierige Situation, das zu beurteilen. Die meisten Eltern sind nun doch keine Ärzte, ja, und selbst wenn ein Arzt da wäre, der kann auch jetzt ein Röntgenbild oder Ähnliches nicht ersetzen und sofort sagen, was richtig zu tun wäre. Es gibt einfach nur ein paar Alarmzeichen. Meistens, wenn es mit einer Kopfverletzung oder einem Schlag auf den Kopf zu tun hat, ist viel größere Vorsicht geboten. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, doch zum Arzt zu fahren, zum Krankenhaus zu fahren, einfach größer. Also da sollten Sie eher aktiv werden, wenn der Kopf beteiligt war. Und Kinder haben relativ häufig Kopfverletzungen. Das hat was mit ihrer Körpergröße und den Relationen des Körpergewichts. Sie haben noch einen relativ großen Kopf, der ist schwer, der Rest ist noch schwach. Kinder haben oft Kopfverletzungen. Wenn der beteiligt ist, eher den Arzt aufsuchen. Es besteht aber auch immer die Möglichkeit,
dass sie einen Arzt, einen Notdienst oder auch die Rettung anrufen und zunächst einmal in einem strukturierten Prozess, das wird dort abgefragt und dann bekommen sie die Rückmeldung, gehen Sie lieber ins Krankenhaus oder ist nicht nötig. Das machen die ganz gut, soweit das halt möglich ist. Natürlich können die aus der Ferndiagnose auch nicht hundertprozentig urteilen, aber im Zweifel schicken sie die ohnehin ins Krankenhaus. Aber da können sie so zwischen nicht nötig und nötig eigentlich dann ganz gut trennen. Und wie kann man präventiv das Haus jetzt absichern, damit es nicht zu so Sturzverletzungen kommt, zum Beispiel bei der Treppe oder auch, dass das Kind nicht an gewisse Ecken oder Kanten ankommt? Da gibt es natürlich ganz viel. Man muss sich nur die Angebote anschauen im Fachhandel, beim Kinderbedarf oder auch in Möbelhäusern. Da gibt es wirklich viel, was man machen kann. Es kommt natürlich auch auf die Größe und das Alter des Kindes an und den Entwicklungsstand. Bei sehr kleinen Kindern wird man zum Beispiel bei Treppen auf jeden Fall mit Treppengittern, also die einfach versperrt sind, die Treppenzugänge, sowohl die Auf- als auch die Abgänge. Wenn das Kind einmal raufgeht, wird wahrscheinlich noch nichts passieren, aber irgendwann geht es dann auch wieder runter. Vermeiden Sie auch die Möglichkeit, dass Möbel so zusammengeschoben werden kann, dass es wie eine Pyramide ist und man dann von dort runterstürzen kann. Und es ist halt einmal so, Kinder in einem sehr jungen Alter, muss ich den Bewegungsdrang ausleben lassen. Das ist sogar sehr wichtig, auch so wie es zu Corona war, wenn es nur zu Hause stattfinden kann. Wenn man glücklich ist und einen Garten hat, dann eben dort. Ich muss sie das machen lassen. Ich muss sie aber beaufsichtigen dabei. Ein weiterer Fall, der ja auch immer wieder auftritt, sind Verbrennungen. Gerade jetzt draußen im Garten, wenn dann zum Beispiel ein Griller herumsteht oder drinnen in der Küche, kommt es ja öfters mal dazu, dass das Kind von unten dann nach oben greift und bei der Herdplatte dann mit der Hand draufgreift oder vielleicht den Suppentopf umwirft oder die Pfanne angreift und das heiße Fett läuft dann auf das Kind hinunter. Wie kann man da jetzt am besten dann reagieren? Ja, wir haben hier auch eine saisonale Häufung. Im Frühling, später Frühling, Sommer häufen sich die Grillunfälle. Da ist es ganz wichtig, dass Sie den Griller so aufstellen, dass er nicht auf Laufwegen ist, dort wo einfach gegangen wird, oder in der Nähe von dem Platz, wo die Kinder spielen, sondern dass das etwas abseits davon steht, standfest, wirklich gut hingestellt, und der Griller muss durch den Grillmeister beaufsichtigt werden. Dann kann da eigentlich nichts passieren. In der Zeit, wenn dann so der Herbst kommt und so, dann mehren sich wieder die Verbrühungen im Haushalt, wo mehr gekocht wird und man halt auch gerne zu Hause ist. Jetzt einmal ganz schnell gesagt, da hilft ein Herdgitter. Das heißt, das stellt man auf den Herd, kann das montieren. Das ist jetzt keine bauliche Maßnahme, ja, dass Sie da mit Schraubenzieher und mit Bohrer kommen müssen. Auf keinen Fall. Das sind tolle Produkte, die es da gibt. Schauen Sie sich das an, was es gibt. Und das verhindert ein Raufgreifen des Kindes. Ja. Es kann keinen Topf mehr runterziehen, es kann keinen Griff mehr und es kann auch nicht auf die heiße Platte, sei es jetzt eine E-Platte oder ein Gasherd, kann dort gar nicht mehr hingreifen. Mhm. Ja. Das haben wir festgestellt. Die meisten Verbrühungen und Verbrennungen hätten durch ein solches Herdgitter, das wirklich wenig kostet, verhindert werden können. Was ja auch sehr häufig bei Kinderunfällen gang und gäbe ist, ist eine Vergiftung. Also zum Beispiel in der Küche, die Läden sind unten und griffbereit für das Kind und das Kind kann reingreifen und nimmt dann zum Beispiel das Geschirrspülmittel und trinkt das. Oder auch Erstickungsfälle, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, ist ja auch sehr schwierig, gerade bei Kleinkindern, wenn die am Boden herumrobben und sich alles Mögliche in den Mund stecken. Wie kann man denn da am besten helfen, wenn man merkt, das Kind erstickt jetzt eigentlich? Ja, gehen wir vielleicht zuerst zu den Vergiftungsunfällen. Mhm. Was kann man denn da präventiv machen? Weil wenn es einmal zu einer Vergiftung gekommen ist, dann können Sie nur noch mit dem Notruf rufen und Entgiftungsexperten kümmern sich dann um das Kind. Aber was kann man präventiv tun in den Fällen? Verwahren Sie Haushaltschemikalien und dergleichen entweder in für Kinder absolut nicht zugänglichen, hochgelegenen Kästen oder in anderen Kästen, die sie versperren. Ja, das muss gar nicht ein Schloss sein oder Ähnliches, sondern es gibt ganz einfache Schranksperren, die kriegen Sie in jedem Möbelhaus wahrscheinlich sogar geschenkt. Die kriegt man sehr oft mit den Möbeln. Es sind für den Erwachsenen kinderleicht zu öffnen, mit einer Hand in aller Regel, für die Kinder nicht zu knacken. Ja, ganz wichtig. Und was auch oft vorkommt, füllen Sie bitte
Flüssigkeiten, Haushaltschemie, nicht um. Weil es praktisch ist, dass das Benzin für den Rasenmäher füllen wir jetzt in die Mineralwasserflasche, weil die kann ich leichter nehmen. Das darf nicht passieren. Ja. Es muss für Sie und alle erkennbar sein und weggesperrt sein. Ja. Das sind aber auch Dinge, die kann man, wenn man da einigermaßen konsequent ist und sich das einteilt, recht schön selber machen. Bei den Erstickungen, das ist schon sehr komplex, ja, wann entstehen denn Erstickungen? Immer wenn Kinder, diese kleinen Teile sind nicht immer als kleine Teile erkennbar. Ja, das kann ein Spielzeug sein, wo eine Knopfbatterie drinnen ist und dann irgendwann kriegt das Kind das auf, dann kommt die raus. Da waren vorher keine Kleinteile. Das kann eine Speise sein, eine Nuss sein, ja, oder eine Speise, die noch etwas größer ist, aber durchs Zerbeißen, wenn das Kind das schon kann, geht genauso eine Größe, denn eine Luftröhre eines Kindes ist so dick wie ein Strohhalm. Ja, da reicht relativ wenig. Ja, also das ist wirklich schwer zu erkennen. Wenn Sie in so einen Fall kommen, auf keinen Fall reingreifen, versuchen den Teil. Sie werden ihn mit höchster Wahrscheinlichkeit noch weiter reinschieben, diesen Teil. Sondern das Kind nehmen, nach vorne beugen und kräftig zwischen die Schultern klopfen. Ja, mag das vielleicht auch ein bisschen brutal sein. Ein guter, kräftiger Schlag kann dazu führen, dass der Teil sofort rauskommt. Wenn Ihnen das nicht gelingt, dann einen Notruf absetzen. Also als erstes immer schauen, ob Sie den Fremdkörper nicht durch kräftiges zwischen die Schulterklopfen rausbekommen. Mhm. Zum Schluss, Herr Dr. Kaltenegger, noch eine Frage. Jetzt beginnt ja dann wieder die Schule und Kinder im Straßenverkehr sind ja häufig sehr unübersichtlich. Jetzt wird es dann auch noch dunkel, jetzt kommt dann der Herbst und der Winter, es ist sowieso schlechte Sicht. Da kann es dann auch mal passieren, dass Kinder sehr schlecht zum Sehen sind im Straßenverkehr. Was sagen denn Sie, wie sollte man denn Kinder hier am besten vorbereiten, gerade jetzt für Kindergarten oder Schulweg? Wie kann man sie am besten kleiden? Genau. Vielleicht vorweg, aber trotzdem noch, wir dürfen die Kinder nicht verkehrsgerecht machen, sondern wir müssen uns kindgerecht verhalten. Das heißt, an die Autofahrer ab September langsamer fahren, vor den Schulen aufmerksam sein und suchen, schauen, wo können Kinder sein. Aber was kann ich als Elternteil tun? Geben Sie Ihren Kindern Schultaschen mit Kleidung mit, die mit Reflexmaterialien ausgestattet sind. Sehr oft sind das auch sehr attraktive Dinge, die den Kindern Spaß machen. Und sollte das nicht vorhanden sein, gibt es Teile, die man drauf nähen kann, sich umhängen kann, draufklippen kann. Und es gibt nahezu für jeden, für die Mädchen und für die Buben, die richtigen Motive, die sie ansprechen. Das macht sofort viel sichtbarer und reduziert zumindest von Seite der Eltern und Kinder her dieses Risiko, dass man nicht gesehen wird. Mhm. Herr Dr. Kaltenegger, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und danke für das interessante Gespräch. Gerne, ich bedanke mich. Ja, dieses Interview kam in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbeilage der Kronenzeitung zustande. Aktuelle Medizinthemen, Hintergrundreportagen, Wohlfühltipps und Expertenmeinungen finden Sie jeden Samstag in der Printausgabe, im E-Paper und auf krone.at. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder von Ihnen zu Hause. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben zum Gesundheitsmagazin. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Boom, boom, boom.